Uns ist wieder eine quadratische Gleichung gegeben, die wir mit der quadratischen Ergänzung lösen. Wir müssen jetzt erst wieder ein paar Operationen vornehmen. Zum einen alles auf eine Seite bringen, also plus 3x rechnen. Dann erhalten wir minus 2x Quadrat plus 3x plus 3,5 gleich 0. Und natürlich, hier müsste eine 1 stehen. Das heißt, wir müssen die minus 1/2 wegbekommen. Und das passiert, indem wir das Ganze mit minus 2 multiplizieren. Dann erhalten wir hier x Quadrat minus 2 mal 3 ergibt minus 6x. Und minus 2 mal 3,5 ergibt minus 7 gleich 0. Jetzt können wir wieder quadratisch ergänzen. Das heißt, wir haben x Quadrat minus 6x plus, wir nehmen wieder die Zahl vor dem x, die minus 6 geteilt durch 2 und quadrieren dies. Das Ganze ziehen wir natürlich gleich wieder ab. Minus die 7 gleich 0. Also das hier ist wieder die quadratische Ergänzung. Wenn wir das auflösen, dann erhalten wir x Quadrat minus 6x minus 6 geteilt durch 2 ergibt minus 3 und minus 3 zum Quadrat ergibt 9, also plus 9 bzw. minus 9 minus 7 gleich 0. Das hier ist wieder ein Binom. Hier haben wir ein Minus stehen. Das bedeutet, wir haben die zweite binomische Formel, die ja lautet, a minus b zum Quadrat ist gleich a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Also wir wenden diese Formel wieder rückwärts an. Unser x Quadrat ist unser a Quadrat. Also in diesem Fall ist a gleich x. B Quadrat ist 9. Somit muss b minus 3 sein. Beziehungsweise ja, die 3 sein. Also wenn wir es so haben, wir haben b Quadrat, entspricht ja gleich der 9. Wenn wir hier die Wurzel ziehen, dann hätten wir b gleich 3. Und das sind minus 16 gleich 0. Wir bringen die 16 auf die andere Seite. Dann erhalten wir x minus 3 zum Quadrat gleich 16. Und jetzt ziehen wir wieder die Wurzel. Dann erhalten wir zwei Gleichungen. Einmal für x1 minus 3 plus die Wurzel aus 16, also plus 4. Und einmal x2 minus 3 minus die Wurzel aus 16, somit minus 4. Wenn wir diese Gleichung nach x auflösen, hier müssen wir plus 3 rechnen, dann hätten wir x1 ist gleich 7 und x2 in diesem Fall gleich minus 1. Also die Lösungsmenge unserer Gleichung ist minus 1 und 7.